Tag zusammen. Glück auf, Ahoi, Schalömmchen und Moin mal wieder. Der Frühling spannt sein zartes Band über die Gruga. Ein Hauch von Frühling, so langsam grünt und blüht es, ganz zart. Die ersten zarten, warmen Sonnenstrahlen sind auch schon spürbar. Das tut richtig gut, das Herz geht auf. Und so wandere ich von Rüttenscheid durch die Gruga zum wunderschönen Nachtigallental, denn dort möchte ich mal den Halbachhammer besuchen. Und mein Weg wird mich sicherlich auch noch über die Margaretenhöhe führen. Also, wenn ihr Lust habt, kommt mit mir. Nach entspannten 45 Minuten Fußmarsch, kann man gar nicht sagen, gemütlichen Spaziergang, bin ich angekommen im wunderschönen Nachtigallental. Und hinter mir, da sieht man es auch schon, ist der Halbachhammer, also ein Kulturdenkmal. Das sehen wir uns jetzt mal näher an. Kommt mit! Achtung, Geschichtsstunde. Der Halbachhammer wurde 1936 durch Gustav Krupp von Bohlen und Halbach als Kulturdenkmal der Stadt Essen übereignet. Ursprünglich in Weidenau, an der Sieg beheimatet, liegt das Denkmal heute im westlichen Teil des Waldparks, den Margarete Krupp im Zusammenhang mit dem Bau der Margaretenhöhe als dauerhafte öffentliche Einrichtung anlegen ließ und der Stadt Essen als Promenadenschenkung zu Naherholungszwecken stiftete. Die im Siegerland und 1417 erstmals urkundlich als Fickenhütte erwähnte Anlage, die noch um 1820 zu den produktivsten ihrer Art zählte, wurde um 1900 stillgelegt. 1915 konnte Gustav Krupp von Bohlen und Halbach die ehemalige Hammerhütte erwerben. Er veranlasste ihre Überführung nach Essen, ließ sie 1935-36 im Nachtigallental betriebsfertig wiedererrichten und stiftete sie, nunmehr mit seinem Namen versehen, der Stadt. Der Halbachhammer auf die vorindustrielle, auf der Grundlage von Wasserkraft und Holzkohle beruhenden Herstellung von Schmiedeeisen. Der Halbachhammer hatte als Hammerhütte die Aufgabe, aus Kohlenstoff angereichertem spröden Roheisen durch einen erneuten Schmelzprozess frischen, schmiedbares Eisen zu machen. Frischte Eisen wurde dann in einem unmittelbar nachfolgenden Arbeitsschritt unter dem Aufwerfhammer gleichmäßig verdichtet, von Schlackereinflüssen befreit und zu einem Halbfertigprodukt, dem sogenannten Stabeisen, ausgeschmiedet. Die heutige Einrichtung besteht aus einem ursprünglich wasserkraftwerkbetriebenen schweren Aufwerfhammer in Gestalt einer massiven, gebäudeausfüllenden Eichenholzkonstruktion. Die Anlage gegenüber liegt die Windanlage, die mittels zweier Blasbälge und einem Luftkessel, ursprünglich für den Frischwert, heute der Esse, die für die Feuerarbeit notwendige Luft in einem kontinuierlichen Strom. Das ist einfach herrlich.
Ah, das fühlt sich echt gut an. Licht, Luft, Sonne, was brauchst du mehr? Ne? Da geht das Herz genau. Das ist wirklich ein wunderschönes Fleckchen hier, das Nachtigallental am Halbachhammer. So langsam will es tatsächlich vorsichtig Frühling werden. Naja, die Vögel, die piepen schon, alles zwitschert. Hier und da sieht man auch schon die ersten Bienen, sind auch schon fleißig bei der Arbeit. Und es wird deutlich milder und vor allen Dingen werden die Tage endlich mal wieder ein bisschen länger. Und ja, das tut ganz einfach gut. Also mir macht das irre Spaß. Ich genieße das hier noch ein bisschen. Das ist wirklich absolut faszinierend. Hier gibt es so viele verwinkelte und verwunschene kleine Wege und Pfade und überall satt grün. Viele Spaziergänger, Hunde, über mir surrt ein kleines Sportflugzeug. Und tatsächlich, hier ist ein kleiner Waldfriedhof. Also, wenn ihr einen Moment still seid, dann könnt ihr das ganze Vogelgezwitscher hören. Und das ganze Leben drumherum. Wirklich ein außergewöhnlicher Ort. Thank you.
man ganz leise ist, dann hört man sie. Spechte, 2 Stück. Da war er. Ich bin jetzt wieder auf der Gruger heißen Trasse und stelle fest, dass so allmählich die Trasse hier vom Belag erneuert zu werden scheint. Bin gespannt, was draus wird. Beleuchtung wäre nicht schlecht. Ansonsten ist halt wirklich malerisch im Nachtigallental. Wirklich echt idyllisch. So viel Spaziergänger mit Hund, ohne Hund. Da kannst du als Blach auch noch problemlos spielen. Wirklich herrlich. So, liebe Leute, ich bin wieder so gut wie zu Hause in Rüttenscheid. Hab, glaube ich, eine super Runde gehabt. Die habe ich mitgeschrieben auf Komoot. Das heißt, ich werde euch den Link ins Video reinstellen, sodass ihr gegebenenfalls die Strecke oder auch Teile der Strecke nachlaufen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's großartig. Das war schon ein kleiner Vorfrühling. Bleibt gesund und neugierig. Bis bald, euer Strömi vom Puttern an.